Hallo, liebe Deutschlernende. Ich bin Marco von AuthenticGermanLearning.com und heute reden wir über den Unterschied zwischen sehr, so, wie und zu. Viel Spaß. Ja, jemand hat mich gefragt, was eben dieser Unterschied ist, und in diesem Video werde ich es euch erklären. Ja, was ist der Unterschied zwischen sehr, so, wie und zu? Also sehr ist eine Steigerung ohne Vergleich. Ja, eine Steigerung ohne Vergleich. Ja, man kann es auch als Synonym für in hohem Maße oder besonders benutzen. Zum Beispiel, das ist sehr nett. Ja, das ist sehr nett. Ja, das ist besonders nett. Ja, und damit steigere ich das Adjektiv. Ja, ich kann sagen, das ist nett. Ich kann aber auch sagen, das ist sehr nett. Und damit ist es netter als nur nett. Ja, wenn ich netter sage, dann vergleiche ich. Ja, ich kann zum Beispiel sagen, das ist netter als das, was du gestern gemacht hast. Und dann vergleiche ich. Ich stelle einen Vergleich zu dem Verhalten des gestrigen Tages an. Okay, ich vergleiche die Dinge, wenn ich netter sage. Aber wenn ich sage sehr nett, das ist sehr nett, dann steigere ich das Adjektiv ohne zu vergleichen. Ich kann auch sagen, ich danke Ihnen sehr. Ja? Ich danke Ihnen sehr, und damit steigere ich ein Verb. Ja? Ich kann auch Verben steigern. Ja? Ich kann danken oder ich kann sehr danken. Und ich kann auch sehr frustriert sein, weil hier wieder ein Flugzeug über mir fliegt. Ja? Das Flugzeug ist sehr laut. Ich vergleiche das Flugzeug nicht mit anderen Flugzeugen oder mit anderen Geräuschquellen. Ich sage nur, das Flugzeug ist sehr laut. Und das Flugzeug ist sehr störend. Ich hoffe nicht zu störend. Dazu kommen wir gleich. Okay? Wenn ich sage so wie, ne, so wie, dann stelle ich einen Vergleich an. Okay? Es war so kalt wie schon lange nicht mehr. Es war so kalt wie schon lange nicht mehr. Ja? Und wenn ich sage so wie, dann ist es dasselbe. Okay? Der Grad ist dasselbe. Ja, dieses Flugzeug ist so laut wie das Flugzeug vorhin. Okay, es gab heute zwei Flugzeuge und das zweite Flugzeug war so laut wie das erste. Ja, es gibt keinen Unterschied. Sie waren beide genau so laut. Ja, so wie, ja, damit sage ich, dass es genau gleich war. Und wenn ich sage, es war so kalt wie schon lange nicht mehr, damit sage ich, dass es heute sehr kalt war. Und es war genauso kalt wie vor langer Zeit. Ja, vor langer Zeit war es einmal genauso kalt, aber das ist schon lange her, seitdem es so kalt war. Ja, und zu, ja, zu benutze ich mit einem Adjektiv. Ja, ich stelle das zu vor einem Adjektiv und damit meine ich, dass es mehr als gewünscht ist. Ja, mehr als gewünscht. Zum Beispiel, McDonald's ist mir zu ungesund. Ja, ich hoffe, das Flugzeug war nicht zu laut. Okay, das bedeutet zu. Okay, also sehr, ja,
ohne Vergleich eine Steigerung, ja, so wie ein Vergleich, ja, es ist genauso, und zu, es ist mehr als gewünscht, okay? Ja, das waren diese drei Wörter oder diese vier Wörter, diese drei Phrasen, sehr, so, wie und zu. War dies hilfreich? Ich bin gespannt. Hinterlasse mir einen Kommentar. Ja? War dies hilfreich? Dann hinterlasse mir bitte einen Kommentar. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Tschüss.